Hallo, bonjour, ich bin Madame Wormuth. In diesem Video erfährst du mehr über den Gebrauch des Konditionell. Es ist ein bisschen mehr für fortgeschrittene Lerner gedacht. Ich zeige dir verschiedene Verwendungsmöglichkeiten des Konditionell, die du bislang vielleicht noch nicht kanntest. Du lernst außerdem, dass man mit dem Konditionell weitere Bedeutungsnuancen ausdrücken kann. Das Besondere am Konditionell ist, dass es einerseits ein Modus, eine Aussageweise ist und andererseits ein Tempus, eine Zeit oder Zeitform. Es gilt also, immer verschiedene Aspekte und Funktionen des Konditionell zu beachten. Im Folgenden gehe ich auf einige weitere Themenbereiche näher ein, in denen das Konditionell auch verwendet wird. Der erste Themenbereich sind die indirekten Fragen. Eine indirekte Frage wird mit Sie eingeleitet. Dieses Sie ist dann nicht gleichzusetzen mit dem konditionalen Sie, wie es in den Bedingungssätzen gebraucht wird. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.